Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder bei FIFA 15 mit der Spielerkarriere und unserem nächsten Spiel gegen Arsenal. Angeblich das letzte Spiel der Saison. Eigentlich müsste noch eins kommen. Platz 3 gegen Platz 5. Wir könnten hier zumindest nochmal vorne rankommen und eventuell, ich weiß es ja nicht, wie die das hier planen, ob die wirklich mit 37 Spielen rausgehen wollen, aber eventuell könnten wir dann nochmal angreifen mit der Meisterschaft. Wie gesagt, keine Ahnung, was die da machen. Ob die mich das letzte Spiel einfach nicht spielen lassen und das dann simulieren oder was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es nicht angezeigt im Kalender. Vielleicht kommt es ja noch, vielleicht wird da noch was aktualisiert oder was weiß ich denn. Auf jeden Fall weiß ich, dass es keine ungerade Anzahl an Spielen geben kann. Und es hier normalerweise 38 Spiele gibt. Aber es gibt hier auch normalerweise 6 internationale Plätze, auch die gibt es hier nicht. Und das ist 1 zu 0. Das ist ja mal ein Start hier, meine Güte. 3 Minuten 16 gespielt und da ist das 1 zu 0 für uns, für Chelsea im Derby hier gegen Arsenal London. Unser 12. Tor in der Premier League. Ich glaube, der Transfer hat sich gelohnt und ja, ich möchte auch nochmal erwähnen, dass wir nach dieser Saison, und das könnte ja eventuell schon nach diesem Spiel dann sein, nur noch Angebote aus Deutschland beziehungsweise eventuell noch von Juventus Turin annehmen würden. Alles andere würde ich da nicht mehr nehmen. Denn nochmal in England oder in Spanien spielen möchte ich nicht. Da sind wir schon gewesen. Bei Manchester City sind wir gewesen im vorherigen Part. Jetzt hier bei Chelsea. Und vorher waren wir ja bei Atletico Madrid und Barcelona. Deswegen würde mich es doch noch ganz schön reizen, wenn wir irgendwo in Deutschland spielen dürften. Ja, Wunder, ein bisschen von Mertesacker angegangen, dem Sack, aber hat uns nicht viel ausgemacht gegen die Tonne. Mikel mit einem Versuch, aber leider am Tor vorbei. Eis, Eis, Tonne, Mertesacker, also bei dem haben wir heute, was Tempospiel angeht, gute Karten, da durchzukommen. Ist bloß die Frage, ob wir dieses Tempospiel mal auf den Platz bringen können. Bisher sind wir eher so im Gerangel vorne drin gewesen. Mertesacker natürlich jemand, der meistens relativ tief steht, aber momentan scheint er ziemlich weit vorne zu sein. Das ist ein Nachteil für ihn. Denn so können wir hier wirklich diese Laufduelle gegen ihn relativ frühzeitig für uns entscheiden. Und da ist das 2 zu 0. Ja, so sieht's aus. Laufduell Nummer 1. Schuto. Wobei er da natürlich nur indirekt beteiligt ist. Eigentlich sind wir nicht sein Gegenspieler, aber wenn ich denn gegen 4 anlaufe, dann müssen eigentlich alle versuchen dran zu kommen. Koscielny sieht da am schlechtesten aus. 13. Tor Barclays Premier League. Und ich glaube, Manchester United hat schon ein Spiel mehr als wir, weshalb die dann auch, wenn wir hier gewinnen, zumindest auf Platz 3 wieder zurückrutschen. Und der Ball sah gar nicht so schlecht aus. Ramirez, vielleicht nochmal aus dem Rückraum. Nee, schlechter Pass auf Marin Jovetic. Den kennen wir noch aus unserer Zeit bei Manchester City damals. Im 14er Part. Mikel und außen läuft Willian. Willian, schön gemacht. Schade, Ramsey kriegt den Ball hier. Und Walcott spielt auf Arteta in die Mitte. Wir bleiben jetzt erstmal hier vorne drin. Debussy auf Wiltshire und Gazzola. Das sind viele Namen, die ich hier schon des Öfteren mal gelesen habe. Wo ich mich dann aber auch frage, haben wir nicht eventuell auch mal bei Arsenal kurz gespielt? Bin mir da gar nicht mehr sicher. Hatten wir mal kurz bei Arsenal gespielt? Wenn, dann war es beim 14er irgendwann am Ende nochmal. Gut möglich. In dem Part hier glaube ich noch nicht. Axipueta auf Cahill und jetzt Mikel Gonzalez zu Hazard. Der kann uns wieder mal den Pass spielen. Wie gesagt, Mertesacker dürften wir hier im Laufduell ganz gut abhängen können. Ach, schade. Arteta ist da, um abzusichern.
Aber wie gesagt, das ist heute unsere Schwachstelle da hinten. Mertesacker ist ein sehr, sehr guter Verteidiger. Aber nur, wenn er tief stehen kann. Nicht, wenn die hier auf Abseits spielen. Und das tun sie gerade. Ungünstig für die Mannschaft vom Gegner, dass sie das tun. Wir versuchen hier immer wieder durchzukommen. Allerdings ist nur der eine da hinten sehr langsam. Debuschy natürlich nicht unbedingt. Oh, wo spielst denn du hin, Junge? Wolltest du den auch mal anspielen, den anderen Deutschen? Na gut, Mertesacker, der scheint hier echt nicht gut zu sein, wenn man ehrlich ist. Und William, oh mein Gott, den noch nicht reinzusemmeln. Grenzt an Gnade. Jovetic alleine jetzt. Kann jetzt Arteta bedienen, der läuft auch mit. Und die Jungs grätschen ein bisschen frühzeitig. Jovetic kann sich da durchdribbeln. Gegen einen, gegen zwei. Jungs, ihr müsst auf den Ball gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Euer Defensivverhalten ist katastrophal. Einfach nur immer den Raum zu decken, ist einfach nicht sinnvoll. Einer muss draufgehen, während die anderen den Raum decken. Nicht anders. Der Ball ganz schlecht gespielt. Also das war kein Laufball, das war ein Laufzurückball. Jungs, das haben wir schon besser gesehen, ja. Auch wenn wir jetzt hier 2-0 führen, heißt das nicht, dass wir jetzt hier komplett zurückfahren sollten. Denn, mal ganz ehrlich, den Ball gegen den Gegenspieler zu spielen, das ist nie sinnvoll. Auch in der Situation nicht. Walcott jetzt auf der linken Seite komplett frei. William macht gar keinen Druck. Eigentlich ist er hier in der Verantwortung, was zu tun. Und da gibt's schon das erste Gegentor von Jovetic. Pff, durchaus verdient, die Abwehrleistung viel zu passiv, also. Allein William, der da wirklich nur hinterher guckt auf der rechten Seite, das war gar nichts, ne? Muss man mal ganz klar sagen hier. William guckt nur und geht nur hinterher, während da kein anderer wirklich den Raum zumacht. Also ganz schlecht verteidigt. Und ich bin mir des Sieges heute nicht sicher, ganz ehrlich. So wie die Jungs heute aufspielen, kann das schon wieder ganz, ganz böse für uns ausgehen. Ich rechne nur noch nicht mal unbedingt damit, dass wir hier mit einem Unentschieden rausgehen und Marin doch noch im Abseits. Peter Cech macht sich draußen warm. Immer noch mit seinem Helm. Gut zu erkennen. Mittlerweile ist Cech ja, glaube ich, auch gewechselt zu Arsenal. Zu eben diesem Verein hier, gegen den wir gerade spielen. Gibbs. Der dürfte gleich den Pass auf Außen bringen. Eigentlich dürfen wir hier gar nicht mitlaufen auf der Außenbahn. Aber wie gesagt, unsere Mannschaft verteidigt gerade überhaupt gar nicht. Ja, die sind überhaupt nicht in der Verteidigung aktiv. Da passiert gar nichts. Jede Flanke kommt hier durch. Also die können da gerade machen, was sie wollen, weil einfach niemand von uns verteidigt. Ich weiß nicht, es gibt immer mal wieder so Spiele, wo es mir so vorkommt, als ob die Mannschaft gar nicht verteidigt. Und das scheint immer gegen diese etwas besseren Mannschaften so zu sein, dass sie sich sagen, och nö, wir machen heute einfach mal gar nichts. Also wenn die mal so spielen würden, wie die gegen schlechte Mannschaften aufspielen, dann wäre das in Ordnung. Aber laufen sich gegenseitig über den Haufen und gehen einfach überhaupt nicht auf den Ball drauf. Das sieht nicht gut aus. Also ich glaube, das wird heute kein Sieg für uns. Und wenn, dann nur, weil wir das Ganze wieder für unsere Mannschaft sicher machen. Also wir haben ja schon zwei Tore gemacht. Nur ist die Frage, reicht das aus? Ja? Reicht das, um unsere Mannschaft hier vorne zu behalten? Ramirez. Oh, bisschen sehr steil der Ball. Nicht, dass wir den nicht durchkriegen würden. Mertesacker diesmal siegreich von dann gezogen. Ramirez und schade. Den Ball kriegen wir nicht durch. Aber Mertesacker, zieht häufiger den Kürzeren als wir heute. Zumindest bisher. Ich hoffe, das bleibt auch so. Walcott. Wieder ist es an uns hier in der Defensive mit zu agieren, was wir eigentlich gar nicht machen sollten. William, spiel doch einmal den Ball, den man dir hier sagt. Spiel! Es ist unglaublich. Der William hört einfach nicht zu. Er hat zweimal die Gelegenheit, uns hier den perfekten Ball zu geben. Jetzt hat er mal reagiert und jetzt sind wir auch durch vorne. Mertesacker kann aber diesmal klären, weil es nicht die beste Position war, die wir da hatten. Aber wenigstens hat er mal gehört, was wir hier sagen. Mann, Mann, Mann. Der muss wirklich mehr darauf achten, was wir hier sagen. Mikel, eigentlich kein Foulball gespielt. Aber Jovetic macht das hier wieder klug, holt sich das Foul. Ich glaube, Mikel hat da den Ball gespielt. Wir können uns das gerne nochmal angucken.
ist ja hier am Ball. Gut, Koscielny geht dann. Ja, man sieht es hier leider nicht in der Perspektive. Aber ich glaube, wir sind gegen den Ball gegangen. Eventuell hat er den früher noch berührt als den Gegenspieler. Am Ende gibt es die Gelbe, können wir nichts gegen machen. Von daher geht's weiter. Aksiqueta und Arteta. Jetzt wieder diese Passivität in der Defensive. Jungs, geht auf den Ball. Wie wollt ihr den Ball kriegen, wenn ihr da nicht drauf geht? Es ist unglaublich, was die hier fabrizieren. Wahnsinn, jetzt geht mal einer drauf. Mann, Mann, Mann. Also wenn ich hier Trainerkarriere spielen würde und die selber lenken könnte, ich wäre die ganze Zeit nur drauf auf den Männern. Waren vielleicht nicht in der besseren Position gerade, aber ich möchte wetten, der hätte den wieder irgendwo ins Nichts gepasst. Deswegen wollte ich den haben. Cazorla. Mit einem Fehlpass und somit geht's für uns jetzt nach vorne. In die Mitte zu Ramirez. Oh, Ramirez mit einer Unsicherheit. Mikel. Wir müssen uns wieder hinten anbieten, weil es kein anderer macht. Also ich weiß nicht, wenn die defensiv stehen, dann ist von uns niemand hinten, um sich freizulaufen. Wenn wir dann vorne jemanden brauchen, ist auch keiner da. Also irgendwie haben die es drauf, immer genau das Falsche zu machen. Und da ist das Ding! 3:1! Erneut müssen wir hier drauflegen, um das ganze Ding nochmal ein bisschen abzusichern. Hier nochmal zack, ein bisschen Platz erspielt und dann mit dem Außenriss ins linke Eck am Torwart vorbei. Der da nicht viel machen kann. Somit unser 14. Tor in der Barclays Premier League und unser, ich glaube, 4. Hattrick. Nicht in der Premier League, aber bei Chelsea. Einer war davon garantiert im FA Cup und ich glaube einer noch im UEFA Cup gegen Stade Rennes. Bin mir da jetzt aber nicht so ganz sicher. Ja, unsere Bemühungen im UEFA Cup haben ja gar nichts gebracht, weil wir das Spiel einfach nicht spielen durften. Das finde ich immer so ein bisschen blöd in einer Spielerkarriere. Ich kann mich jetzt auch nicht so extrem schonen, dass ich hier mit voller Ausdauer dann wieder zurück reingehe, sondern ich will dann natürlich auch einigermaßen in den Spielen was reißen und deswegen spiele ich dann in den Spielen, wo ich drauf bin, auch mit vollem Einsatz und lasse mich nicht irgendwann auswechseln oder so. Oh, werden da weggedrückt von Koscielny, aber alles im Fernbereich. Setzt seinen Körper da gut ein. Und Özil, Mensch, der spielt auch, der Mann. Ist jetzt eingewechselt worden oder gibt's den einfach nur mal nebenbei hier zu sehen? Ich glaube, der wurde eingewechselt, oder? Also ich weiß, Özils Taktik ist es, nie aufzufallen und dann im entscheidenden Moment den Ball nicht reinzumachen, aber ich weiß nicht, ob er das hier auch wieder gemacht hat. Torwart macht jetzt gar nichts mehr. 4:1 für uns. Wer soll es sonst machen? Gegen Arsenal, meine Güte. Also der Torwart sieht schlecht aus in dem Moment. Er könnte sich wenigstens mal bewegen. War nun wirklich nicht stark geschossen. Den hätte ich dir gefangen. Ganz klar. Hier kein starker Ball. Torwart hat sich da wohl verspekuliert oder was? Man weiß es nicht. In jedem Falle müssen wir jetzt das nur noch über die Zeit bringen. Das ist jetzt nicht großartig schwierig, wenn man ehrlich ist. Auch wenn wir die Zeit gerade nicht sehen können. Aber lang ist nicht mehr. 77. Mal sehen, ob unsere Defensive das noch schaffen kann, diesen Vorsprung zu verhauen. Aber ich glaube eher nicht. Das ist recht schwierig zu gestalten. Aksiqueta und da ist Marin, der uns hier nochmal den Kopfball gibt. Wir waren nicht im Abseits und können eventuell nochmal das 5:1 machen. Und das machen wir auch. Warum denn nicht? 5:1. Also der Torwart hat heute gar nichts zu lachen hier vom Gegner. Das war jetzt nicht unbedingt schwierig. Aber diesmal wenigstens kein großer Fehler von ihm. Natürlich wieder komplett alleine. Und unser, ich glaube, dritter Sololauf hier. Die natürlich immer recht gut eingeleitet werden. Und ich habe es ja schon von vornherein gesagt, gegen so eine Defensive, Koscielny ist auch nicht der Schnellste, aber Mertesacker wirklich ein sehr, sehr langsamer Defensivspieler. Da haben wir immer richtig gute Chancen, mit solchen Laufbällen einfach durchzukommen. Denn da kann niemand hinterherkommen. Das ist ja ganz klar.
So, aber da muss man auch in Szene gesetzt werden, was wir jetzt natürlich auch wieder wurden, aber zwischenzeitlich kam da auch nichts zustande. Da gibt es das Gegentor Nummer 2, Welbeck nochmal einen draufgesetzt. Aber diesmal haben wir jetzt so extrem für den Vorsprung gesorgt, dass es selbst unsere schlechte Abwehr nicht mehr schaffen kann, uns das hier streitig zu machen. Muss man ganz klar sagen, defensiv bekleckern die sich jetzt auch nicht mit Ruhm unbedingt. Die haben sogar mehr Tore geschossen als Welbeck in der gesamten Saison. Und das, obwohl wir nur die Hälfte der Saison gespielt haben. Wäre natürlich lustig, wenn wir jetzt hier noch im Torjägerkampf vorne mit dabei wären. Obwohl wir hier, wie gesagt, nur die halbe Saison da waren. Unsere Tore vorher, die werden natürlich gelöscht. Denn die waren nicht in dieser Liga. Wenn die in der Liga wären, wäre es, glaube ich, was anderes. Und super! 6:2, jeder Schuss. Ein Treffer jetzt. Also, Arsenal hat ihren neuen Feind gefunden. Zweiter Hattrick heute. Meine Herren. Jedes Tor kommt von uns und der Torwart sieht weiterhin nur schwarz, wenn er unseren Namen liest. Und immer noch nur eine 9,7. Daran sieht man, die Bewertung ist irgendwie Schwachsinn. Auch wenn man natürlich immer sehen muss, ja, ich habe ein, zwei Fehlpässe gespielt und vielleicht auch ein, zwei Zweikämpfe nicht gewonnen, aber ich glaube, 6 Tore zu schießen in einem Spiel gegen den Stadtrivalen, das ist dann doch mehr wert als das 9,7. Auf außen Willian jetzt mit dabei. Den mussten wir nochmal reingeben. Van Ginkel und nein, das war's. Egal, wir gewinnen das Ding 6:2 und ich glaube, es ist nicht wirklich eine Frage, wer heute hier der beste Mann war. Das waren wir ganz allein und das muss ich so sagen, denn die Mannschaft hat uns zwar die ein, zwei relativ gute Pässe hier gegeben, aber hat uns in der Defensive absolut nicht unterstützt und in der Offensive, wie gesagt, gab es da zwei, drei, die uns hier vielleicht ein bisschen was gebracht haben. Also gerade Marin, man merkt immer wieder, wenn er drauf ist, es läuft offensiv ein bisschen besser, aber gerade in der ersten Halbzeit haben wir da auch wieder ein paar Problemchen gehabt. 17 Tore mittlerweile. 27 Tore für Chelsea in der kurzen Zeit, in der wir da waren. Und jetzt will ich erstmal gucken, es ist wirklich die Saison vorbei, nach 37 Spielen. Aber warum? Könnt ihr mir das in irgendeiner Form erklären? Normalerweise haben wir 38 Spiele in der Saison, in der Liga. Und Torhüter des Turniers ist schon bekannt gegeben worden. Das heißt, es ist alles schon vorbei. Wir sind tatsächlich noch derjenige, der die meisten Tore geschossen hat. Es ist unglaublich. Und wir sind nicht in dem Team des Turniers. Das kann wirklich damit zusammenhängen, dass wir einfach nicht so oft da waren, nicht so oft dabei waren. Lukaku ist der Spieler des Turniers. Also ich kann mir echt nicht vorstellen, warum das gerade so ist hier mit diesen 37 Spielen. Eine ungerade Zahl an Spielen gibt es in keiner Liga. Sollte es auch hier nicht geben. Aber wie gesagt, hier gibt es auch diesen Fehler, dass es hier irgendwie 5 Mannschaften nur in den internationalen Rängen gibt. Ich weiß nicht, ob die dann auch nur wirklich so spielen oder ob das dann irgendwie Quatsch ist. Wir können nochmal so gucken hier. Ne, die haben wirklich 37 Spiele am Ende. Ganz komisch. Bei 18 Mannschaften wären es am Ende 34. Das ist ja bei uns so. Bei 19 Mannschaften wären es 36 und bei 20 wären es 38. Also ich kann rechnen. Und ich frage mich echt, was hier falsch gelaufen ist, wer diesen Spielplan geschrieben hat, dass wir hier am Ende dann so abschneiden. Wir sind Zweiter geworden, haben es auch gar nicht mehr schaffen können, auf Platz 1 zu kommen, denn Liverpool hat 4 Punkte Vorsprung. Das heißt, so oder so mit dem letzten Spiel hatten wir es nicht mehr geschafft. Allerdings sind wir doch ganz gut rausgekommen. Wir sind, glaube ich, wo wir hier zum Verein gekommen sind, auf Platz 5 gewesen oder so. Von daher nicht so schlecht. Und wir gucken jetzt nochmal ganz schnell. Saison wird schnell beendet. Dein Bericht zu den Liga-Erwartungen. Haut uns wieder irgendwas um die Ohren. Ja, wir haben weder die Vorlagen geschafft, noch die durchschnittliche Spielerbewertung. Die war noch utopisch. Tore haben wir mehr als genug geschossen. Und die Torversuchsquote war sogar besser als die, die uns hier gegeben wurde. Allerdings nur durchs letzte Spiel, ganz, ganz klar. Alles andere wäre sinnlos, das jetzt so darzustellen. Weiter keine Entscheidung bezüglich Zukunft von Hazard. Wenn ihr den verkauft, habt ihr echt ein Riesenproblem. Denn in der Offensive läuft dann gar nichts mehr. Der war wirklich sehr, sehr wichtig dann am Ende. Hat ja
Standards konnte er nicht, aber ansonsten hat er doch eine ganz gute Rolle gespielt, hat gute Pässe nach vorne gebracht, hat uns da auf der linken Seite oftmals wichtige Pässe gegeben und ja, ich würde sagen, das war diese Saison. In der nächsten gucken wir dann, dass wir eventuell schon wieder weiterziehen nach Deutschland. Ansonsten würde ich sagen, bleiben wir bei Chelsea, denn eigentlich kein schlechter Verein. Nur, dass wir hier die einzige Sturmspitze sind, stört mich ein bisschen. Ansonsten gar nicht so schlecht. Gladbach, Wolfsburg und Dortmund. Das sind die drei Vereine, die mir hier gerne noch ein Angebot machen könnten. Aber ich glaube, bis auf Dortmund und Wolfsburg kann das keine Mannschaft halten hier, dieses Niveau, was wir momentan haben, beziehungsweise das Geld, was wir dann auch verlangen. Wir haben ja einen Vertrag von 200.000 Euro pro Woche. Das sind knappe 10 Millionen im Jahr. Also schon eine ganze, ganze Menge. Ich glaube, ein Reus verdient irgendwie um die 9 Millionen. Also wir sind schon ziemlich teuer. Aber es sollte doch möglich sein, das umzusetzen, gerade für Wolfsburg. Ist die Frage, ob die finanziell hier so stark sind, wie sie es eigentlich wären. Und ja, wir machen das mal ganz schnell noch. Spieler des Jahres, da werden wir auch nicht dabei sein. Confed Cup haben wir nicht mitgespielt, schade. Da waren eigentlich Spieler angezeigt, aber anscheinend hat man uns da nicht mitgenommen für. Ja, wäre ganz gut, wenn wir jetzt hier noch weiterkommen. Ansonsten würde ich sagen, machen wir das vielleicht beim nächsten Mal und ich wünsche noch einen schönen Tag, euer Shooto.